Es ist dieselbe Hochzeit, dieselbe Feier, egal an welchem Tisch du sitzt. Geht's dir gut? Ich kann dich fast denken hören. Das hier ist mein Tisch, also solltest du dich dahin verirren, kannst du ja mal vorbeischauen. Der Tag wird nicht scheiße. Oh. Hi. Hallo, mein Gott. Ich bin Ransel, ich habe die Pubertät überstanden und spiele in einer Rockband. Ich bin Walter und war auch schon in der Pubertät. Ich bin Francie Milners erste Nanny. Ich kann von hier aus die Toilette riechen. So gut kennen wir beide das Brautpaar. Ich bin Eloise. Ich wurde abserviert von Francies Bruder, da drüben der Trauzeug an Tisch 1. Oh. Im Ernst? Das ist ein toller Tisch. Ganz, ganz toll. Nein, ist er nicht. Doch. Nein, gar nicht. Wir dachten, du würdest nicht kommen. Du hast mit Nein geantwortet und dann mit Ja auf einer Antwortkarte, die du vorher abgefackelt hast. Nach 2 Jahren machst du per SMS Schluss mit mir? Alles Gute für deine Zukunftspläne? Wolltest du mich feuern, oder? Bitte lächeln. Wisst ihr, wie Francies Mutter Tisch 19 nennt? Ein Tisch, der besser hätte absagen sollen, allerdings nicht, ohne vorher etwas von der Hochzeitsliste zu schicken. Was? Ein Tisch, der während der Hochzeit verschwindet, ohne dass es einer merkt. Ein Tisch, an dem Menschen sitzen, die ihnen vollkommen egal sind? Was machen wir dann noch hier? Gehen wir. Was wäre, wenn du aus einem ganz anderen Grund heute hier wärst? Was wäre denn, wenn du mit was Besserem nach Hause gehst? Kennst du auch diese Tage, an denen den anderen die Dinge so leicht fallen, nur für dich sind sie unerreichbar? Nein. Nein, ich auch nicht. Ich komme zu Ihnen, weil ich um Megan Anns Hand bitte für diesen Tanz. Und den restlichen Körper, zusammen mit der Hand. Das kannst du dir abschminken. Du kannst dich also ruhig vor einem anderen Tisch blamieren. Es war wunderschön, mit dir zu tanzen. Wieso wurde ich gerade nicht geküsst? Das passiert viel öfter, als du denkst. Ihr seid Romeo und Julia. Und wir alle wünschen euch dasselbe Happy End. Ich gebe dir $20, wenn du aufstehst. Jetzt gleich. Na klar doch. Hm, was ist denn? Schätzchen. Oh. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das war der Trailer zu Table 19, Liebe ist fehl am Platz, den uns 20th Century Fox voraussichtlich ab dem 7. September 2017 in die deutschen Kinos bringt. Eine Komödie mit Anna Kendrick unter anderem in der Hauptrolle. Schön nochmal wieder Liza Kudrow zu sehen auf der großen Leinwand. Ich muss jetzt vom Witz her sagen, bei dem Trailer hat er mich nicht so ganz gepackt, könnte auch eher Richtung Rom-Com gehen und damit eher süß und charmant werden. Dafür hat er einigermaßen Potenzial, finde ich. Ansonsten plätschert der Trailer so daher, sodass ich noch nicht so richtig weiß, was erwartet mich da und wird das wirklich lustig oder eher gefühlvoll? Oder warum genau sollte ich ins Kino gehen? Deswegen bei mir hier 1-2 Fragezeichen. Das ist die Geschichte von Eloise, die eigentlich eine Trauzeugin auf einer wundervollen Hochzeit sein soll, aber vom Trauzeugen wird sie von diesen Aufgaben entbunden. Das ist niederschmetternd, das greift den eigenen Stolz an, aber das will sie sich nicht anmerken lassen und trotzdem als Gast hingehen, landet aber am Tisch 19, eine Art Katzentisch, wo man sich am liebsten wünscht, dass die Gäste abgesagt hätten. Das ist natürlich eine traurige Konstellation, vor allem wenn vielleicht doch Romantik auf der anderen Seite irgendwo vorhanden ist und dann geht es halt rund um diese Hochzeit und vielleicht der Moment, wo sie alle abhauen vom Tisch und sagen, worum geht's eigentlich im Leben? Und da finde ich kurz dieses Sinnbild von kennt ihr es, wenn bei allen anderen alles funktioniert und bei einem selbst man irgendwie stuck ist. Ganz interessant, aber der wird gleich unterbrochen mit einem Gag, was ein bisschen schade ist. Deswegen ich Tendenzen sehe, dass der Film interessant werden könnte, der Trailer vielleicht nur ein bisschen misslungen ist, weil mir persönlich gefällt der nur so lala. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.